Ja, willkommen bei Data Unity auf dem YouTube-Kanal. Heute habe ich im Data Tech Talk noch ein weiteres Format, was wir hier aufziehen, den Jens Horstmann zu Gast von der Trivisto AG. Bin einer der Gründer der Trivisto und beschäftige mich eigentlich seit gefühlt 20 Jahren mit Data Warehousing und BI, mit viel Oracle und so weiter. Du hast ja heute was ganz Neues, das Buffered BI. Und warum das mehr ist als ein Buzzword, das wirst du uns gleich zeigen. Denn du hast da ja was mitgebracht und ich setze dich mal live. Ja, da sehen wir schon, da ist jetzt ein Genau. Standardsystem. Ja, könnte jetzt zum Beispiel natürlich eine Cloud-Unternehmenssoftware sein. Und das natürlich idealerweise ein ja, Power BI, perfekt sogar vor Tableau geschrieben. Das freut natürlich mein Herz und das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, ja, da kann jetzt einfach jeder mit starten, die heutigen niedrigschwelligen BI-Tools einfach Unternehmenssysteme anzapfen, Reports generieren. Und ja, warum braucht es dann noch mehr, Jens? Du wolltest ja unbedingt noch mehr. Genau, es ist ja auch so, wir wissen, dass alle IT wächst und wenn die IT wächst, kommen noch Systeme dazu und dann kommen noch Benutzer dazu, die haben andere Anforderungen. Um bis zu einem gewissen Grad kann so ein System das auch ziemlich gut abbilden. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo zu viele Berichte abgefragt werden. Das kann die operativen Systeme überlasten. Es kann aber eben auch sein, dass bei Änderungen in Datenmodellen und Ähnlichem das so kompliziert wird und aufwendig wird, dass das einfach so langsam an seine Grenzen kommt. Und das ist dann so, dass dann noch einer um die Ecke kommt und hat noch eine Lagerverwaltung und einer hat noch eine Fahrzeugverwaltung und dann möchte noch einer auch auf das System mal eben zugreifen und irgendwann wird mal so ein kleiner Bericht über 5 Datenquellen gemacht und schon steht irgendein operatives System, weil einfach das System für solche Abfragen nicht ausgelegt ist und einfach damit dann überfordert ist. Ja, okay, na gut, wir kennen den nicht so den berühmten Timeout. Das möchte natürlich keiner erleben. Und jetzt kommt ja das eigentliche Highlight, das Buffered BI. Dann zeigt das doch mal. Genau, das Buffered BI, das ist im Prinzip, wir haben ja einfach mal verschiedene Tools aufgeführt, wo irgendjemand Begehrlichkeiten haben könnte, Controller stehen, wenn nicht auf Excel, dann auf SAS. Data Scientist, das tut mir wirklich leid, Arthur, der zieht R oder reines SQL im Tool wie Power BI oft vor. Das finde ich, damit kann ich noch leben. Ich würde eher wirklich, wo mir ein bisschen was hochkommt, wenn ich da Excel und PDF sehe beim Report-User, der doch Aber die Leute letztendlich aber gibt's. auch Das Power ist BI leider. nutzen kann und auch den Controller und Datenanalyst, auch da sehe ich, dass das Ganze ja mehr zusammenwachsen muss. Aber gut, man kann nicht alle Probleme der Welt mit Power BI lösen, nur 95%. Von Genau. daher. Und wenn ich eben viele verschiedene Tools im Einsatz habe, dann muss ich dann in jedem Tool ein Rechtesystem aufsetzen. Ich muss die Zugriffe regeln und dann wird das halt kompliziert. Und dazu kommt eben auch das Power-Problem. Das heißt, der erste Schritt bei dem Buffered BI ist eigentlich, dass die Daten aus den Operativsystemen im regelmäßigen Turnus automatisiert in eine zusätzliche Datenbank transferiert werden. Damit kann dann in der Datenbank das System entsprechend beziehungsweise das Rechtesystem aufgesetzt werden. Und wie man dann hier sieht, ist es dann eben so, dass hier mal als Cloud-Lösung dargestellt, einfach eine Zwischenschicht, also der Buffer sozusagen, gebaut wird. Und sowas geht eben heute mit dem Tool wie Snowflake extrem schnell. Und wenn man eins zu eins die Quellsysteme kopiert, ist das auch so, dass man beispielsweise in Power BI die Datenquelle umhängen muss, ihm den Zugriff geben muss und die Berichte laufen einfach weiter. Okay, also im Grunde, das ist jetzt wirklich, um das abzugrenzen, das ist kein Data Warehouse. Wir haben da jetzt noch kein semantisches Modell oder so modelliert. Das ist einfach nur Ressourcenentlastung. Das ist Entlastung der Vorsysteme. Wenn man jetzt schnell was aktualisieren will, muss man nicht direkt auf die Quelle gehen. Und wie du gesagt hast, du nutzt ja Snowflake sehr gerne. Warum eigentlich? Der Vorteil von Snowflake ist, dass es ein echtes Software as a Service ist. Das heißt, ich hinterlege da meine Kreditkarte
Klick noch dreimal, dann steht meine Datenbank, dann sind in dem Tool integriert externe Services wie Stitch zum Beispiel. Und wenn ich eins von 200 bekannten Vorsystemen habe, dann klicke ich noch zweimal und hab dann die komplette Datenbank kopiert. Und auch einen automatisierten Service, der das in dem von mir gewünschten Turnus macht. Und ein anderer Vorteil ist, dass ich ein reines Pay-per-Use habe. Das heißt, in dem Moment, in dem ich es benutze, zahle ich Geld. Und wenn ich nichts mache, dann ist es halt eben kostenlos, beziehungsweise kostet mich kein weiteres Geld. Im Gegensatz zum Betrieb vom eigenen System zum Beispiel. Und wir hatten ja gesprochen, also man kann ja wirklich sehr niedrigschwellig auch starten. Das hat mich zum Beispiel sehr gewundert, weil ich ja eher so kleine Mittelstandskunden habe und da ist ja immer schon, noch ein System, noch eine Lizenz, und da reden wir jetzt aber nicht über irgendwelche Großprojekte und super teure Lizenzen, wenn es einfach nur darum geht, die kleinen Datenquellen, die man vorher in Power BI hatte, jetzt da mal umzuhängen. Das ist wirklich erschwinglich und schnell gemacht. Genau. Finde ich klasse. Ich schätze mal, dass man so mit 50 Euro im Monat startet bei kleinen Datenquellen und das dann auch entsprechend nicht exorbitant steigt, wenn es halt mal mehr wird. Also wenn man da jetzt mal überlegt, dass man allein schon, wenn man da ein paar Abstürze und ein paar Abbrüche nicht hat bei Aktualisierungen, dann lohnt sich das ja locker. Und dennoch hast du ja in deinem Video noch etwas leistefrei, das heißt, perfekt ist das auch noch nicht, beziehungsweise da kommt ja noch was drauf beim Buffer BI. Genau. Wir lösen ja jetzt nur ein Problem oder vielleicht zwei. Das heißt, wir entlasten die Quellsysteme. Damit kann man auch davon ausgehen, dass die Berichte wesentlich schneller kommen, auch wenn sie komplex sind. Und wie gesagt, ich kann das rechte System eben Frontend unabhängig machen, und das heißt, jeder Benutzer kann zugreifen, womit er will, und er bekommt nur das zu sehen, was ihn auch was angeht. Das Problem, dass es sehr, sehr komplex wird, wenn ich 5, 6, 7 Datenquellen habe und auch das es in der Regel keinen Qualitätspuffer gibt, das löse ich damit noch nicht. Dafür erweitern wir das um den Teil Semi-Structured BI, haben wir das genannt. Das heißt, wir lassen die Daten so roh wie möglich. Wir möchten ja die Idee vom BI, dass man wirklich auf die Roh- und Quelldaten zugreift, möchten wir ja gar nicht ändern. Wir wollen auch kein Data Warehouse bauen. Aber wir legen dann einen kleinen Layer aus Views drüber, worüber wir sowohl falsche Daten rausfiltern können, womit wir die Datenquellen fest verjoinen können, sodass auch Leute mit weniger Daten-Know-how und Quellen-Know-how eventuell eigene Berichte erstellen können, weil wir sie davor schützen, beispielsweise fehlerhafte Datensätze mit in den Bericht reinzunehmen und dadurch die Qualität und die Sicherheit erhöhen können. Und so ein System kann man auch sukzessive um mehr Struktur ausbauen. Man kann aber auch wiederum die teilweise strukturierten und gefilterten Daten wieder mit den Rohdaten, die ja auch weiterhin in diesem Cloud-Layer liegen würden, kann ich weiterhin dazu joinen, so wie ich das will, entsprechend meiner Fähigkeit. Wir können das auch nur teilweise machen. Das ist ja auch cool, dass man jetzt nicht gleich mit dem Schlachtschiff landet, sondern sagt, wir machen für die Bereiche, wo Self-Service Sinn macht, machen wir das. Und zum Beispiel der Data Scientist, der kann weiterhin auf Rohdaten, der fühlt er sich eh wohler. Es ist zum Beispiel so, dass auch Data Scientists zum Beispiel qualitätsgesicherte Stammdaten bezüglich zum Beispiel der Kunden gar nicht so schlecht finden, um die mit den Rohdaten zu verjoinen und die falschen Datensätze, irgendwelche Testdatensätze, irgendwelche Leichen oder so von vornherein rausgefiltert bekommen und damit sozusagen nur mit echten Kunden arbeiten. Genauso haben wir einen Kunden, wo das Problem einfach war, zwei Systeme miteinander zu verjoinen, wo die Daten ein bisschen umgeschossen werden mussten, damit die Formate zueinander gepasst haben. Also bei der einen mussten halt eben zwei Spalten zusammengepackt werden, um den Join mit dem anderen System hinzubekommen. Und sowas ist dann einfach automatisiert da und funktioniert dann auch und muss eben nicht händisch innerhalb vom Tool passieren. Ja, super Sache, Jens. Danke dir für deinen Einblick. Buffered BI, wir haben wieder einen neuen Begriff in der BI-Welt kennengelernt, was die Lücke schließt zwischen ganz schnellen, agilen BI-Tools und eben dem Data Warehouse. Und ja,
Super Sache. Ich freue mich, demnächst mehr von dir zu hören und von der Trivisto. Und dann, ja, bis zum nächsten gemeinsamen Projekt, würde ich sagen. Ja, Arthur, danke dir und wir hören voneinander.